Es kann losgehen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Hallo, auch von mir. Heute geht es in diesem Pokalspiel mal so richtig zur Sache. Da würde ich drauf wetten. Klar, sie werden heute häufig über Franck Ribéry spielen. Der Franzose ist gerade im 1 gegen 1 extrem stark. Und an einem guten Tag extrem schwer zu stoppen. Da werden sie ihn ja, in erster Linie doppeln müssen, um diesen wirklich exzellenten Fußballer in Schach zu halten. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Gucken wir auf die Formation. Ist ein 4-4-2 heute bei Ihnen. Ist eine eher klassische Anordnung. Glaube ich, kann man so sagen. Zwei Viererketten, dann die beiden vorne drin. Und dann gucken wir einfach mal, wie sie das dann wirklich auf dem Feld umsetzen. Eine unglaubliche Serie, Buschi. Seit dem 30. Januar 2007 ist die Allianz Arena bei allen Heimspielen des FC Bayern ausverkauft. Ja, und dabei ist auch egal, dass die Kapazität des Stadions in zwei Stufen erweitert wurde. Es scheint so, als könnten sie hier auch 100.000 Karten pro Spiel verkaufen. Wird das seine Torchance? Wagner! Und das war hier richtig knapp. Kann man wohl sagen, etwas mehr Glück im Abschluss und das Ding wäre drin gewesen. Wender. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Rode. Gut gemacht, den Ball holt er sich. Gutes Tackling. Wagner. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Den Ball spielt er gut. Zuspiel auf Franck Ribéry. Das ist die Möglichkeit. Das hätte gefährlich werden können. Gute Aktion. Die Chance zur Führung. Es gibt Ecke. Zieht ab. Da klatscht der Ball an den Pfosten. Jetzt können sie neu aufbauen. Es gibt Abstoß. Das macht er gut. Wagner. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da kommt er hin und er faustet den Ball weg. Guter Einsatz. Er hat den Ball. Und nun ein Schuss. Guter Schuss. Knapp übers Tor. Wagner. Jetzt wird's gefährlich. Und mit dem Ball suchen sie Ribéry. Rode. Das könnte gefährlich werden. Chevalier. Sehr guter Einsatz. Wender. Ihm fehlt momentan so ein bisschen die Bindung zur Mannschaft. Das können wir auch heute relativ deutlich sehen. Ja, es passt hinten und vorne. Ribéry. Tor. Und damit führt sie hier.
Vorfeld schon stärker eingeschätzt. Und das bestätigen sie hier. Gute Leistung, einige Torchancen und folgerichtig der Treffer. Ganz genau, und das sehen wir jetzt hier nochmal in der Wiederholung. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Fairer Einsatz hier. Franck Ribéry am Ball. Wird's jetzt gefährlich? Da kommt der Schuss. Direkt noch ein Tor. Da springt der Ball von der Latte rein. Sieht spektakulär aus und zu halten gibt es da nichts. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Da gewinnt er den Zweikampf. Und über Ribéry könnte jetzt was gehen. Wagner! Außenpfosten! Boah, jetzt können sie erstmal durchatmen. Sehr gut aufgepasst. Wagner. Das könnte eine Gelegenheit werden. Rügen. Lars Bender jetzt. Wagner. Rode. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Jetzt gibt es hier eine Ecke. Lang einen richtig guten Eindruck. Der macht da vorne im Sturm mächtig Alarm. Und einmal hat der Ball ja auch schon gepasst. Wagner! Macht er ihn! Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Da geht er dazwischen. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Dembélé. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Der Torhüter ist ohne Chance. Der Ball fliegt in den Winkel. Er ist heute richtig gut drauf. Er macht hier sein zweites Tor. Hier nochmal dieser Treffer. Ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Pavlovic. Chevalier. Das könnte die Chance werden. Quali. Da geht die Fahne hoch. Also, ach, das würde ich mir gerne in der Wiederholung noch mal anschauen. Plattenhardt. Bender. Wird das eine Torchance? Und jetzt die Chance. Ein fantastisches Tor. Das war heute schon sein drittes Tor. Eine Spitzenleistung. Und damit
da hat er ein schönes Dreierpaketchen geschnürt. Und lässt sich völlig zurecht von den Fans feiern. 4-0 ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. Quali. Also ausgeglichen ist definitiv anders. Hier steht es 4-0 nach der ersten Hälfte. Wir halten fest, zur Pause sind sie raus. Da muss jetzt was kommen. Ja, sie stehen mit dem Rücken zur Wand und werden garantiert noch mal alles mobilisieren, da bin ich mir sicher. Er zieht ab! So, das war's für ihn. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie und gönnt ihm den Beifall. Und das völlig zu Recht. Er hat heute wirklich eine klasse Leistung gezeigt. Die zweite Hälfte läuft und sie gehen mit einer beruhigenden Führung in die zweiten 45 Minuten. Jetzt Ribéry. Schussversuch. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Pass auf Ribéry. Da zieht er ab. Super Einsatz vom Torhüter. Einwurf. Podolski. Den Ball holt er sich. Quali. Sadi. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Jetzt wird's gefährlich. Ribéry schießt. Der Pass, nichts zu halten hier. Seit seinem Treffer strotzt er nur so vor Selbstvertrauen und jetzt hat er den Doppelpack. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Steht's 5-0. Und über Ribéry könnte jetzt was gehen. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Gleich bringt er die Ecke rein. Guter Versuch aus der Distanz, aber der Keeper hat aufgepasst. Und hat dann schlussendlich das bessere Ende für sich. War ja kein schlechter Schuss, aber eben auch gut aufgepasst. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Muss Ecke geben. Da kommt der Torwart mit einer Faust dran. Und jetzt der Schuss. Sie liegen vorne und hätten hier fast nachgelegt. Gutes Tackling. Jetzt müssen sie aufpassen. Der Angriff könnte was werden. Ribéry. Was für ein Tor. Das ist der Dreierpack für ihn. Der ist heute nicht zu halten. Jetzt hat er den Dreierpack. Wahnsinn. Bei ihm klappt heute wirklich alles. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ist das heute? Er pfeift das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht vom Unparteiischen. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Gute Aktion. Nun Schürrle. Ribéry im Vorwärtsgang.
Das ist jetzt eine Chance. Da kommt der Schuss. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Wagner. Den spielt er gut. Da kommt der Schuss. Und es fällt ein weiteres Tor. Der nächste Treffer. Es gibt diese Tage, da geht alles. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Ja, mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. Den Ball hält er gut. Die nächste Ecke, nochmal eine gute Gelegenheit. So, Sie sehen gerade eingeblendet die Eckenstatistik. Gut gemacht, absolut sicher bei dieser Ecke. Gute Aktion. Das könnte eine Gelegenheit werden. Das könnte die Gelegenheit geben. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Süle. Schürrle. Jetzt stark gemacht, das könnte was werden. Ribéry schießt. Der Ball ist drin. Vom Pfosten geht der Ball ins Tor. Manchmal gehört auch ein bisschen Glück dazu. Der Ball erst an den Pfosten und dann ins Tor. Ja, er zielt fast zu genau, aber so ist es ein unhaltbarer Abschluss. Wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Heute sind sie eine Nummer zu groß für den Gegner. Was anderes kann man nach dem Spielverlauf eigentlich nicht sagen. Nee, dazu war es ganz klar zu eindeutig. Sie haben sich hier keine Blöße gegeben. Von ihm kommt bisher zu wenig, das muss man so sagen. Er ist bislang extrem unauffällig in diesem Spiel, kommt gar nicht zu Abschlüssen. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Macht er ihn. Das war eine richtig gute Gelegenheit. Am Ende fehlt nicht viel zum Tor. Ganz alleine vor der Kiste, aber er macht das Ding nicht. Unglaublich. Da rollt der Ball ja nur. Den nimmt sich der Torhüter ganz locker. Das könnte die Chance werden. Und jetzt die Chance. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Jetzt kann er noch eine Ecke reinbringen. Er versucht's. Bei dem Schuss hat doch einiges gefehlt. Den Ball leitet er weiter. Sadi. Da trennt er ihn fair vom Ball. Abwehr hat aufgepasst. Wird's jetzt gefährlich. Und jetzt die Chance.
Den hält er super. Noch ein Eckball. Jetzt schießt er. Der Schuss geht vorbei. Aber hast du es gesehen, Wolf? Der Ball ist kurz vorher noch mal aufgesprungen. Und das reicht dann schon, dass er ihn nicht richtig trifft. Und hier kommt also zu schwer zu sein. Sehr guter Einsatz. Fällt jetzt ein Tor. Schussversuch. Gute Aktion vom Torhüter. Abwehrspieler sind vorne bei dieser Ecke. Klar, sie hoffen auf den hohen Ball. Kopfball. Und das war verdammt knapp. Richtig gute Möglichkeit. Wirklich eine klasse Szene. Ecken können sie, das haben sie hier mal wieder gezeigt. Nachspielzeit wird angezeigt. 5 Minuten gibt es noch als Nachschlag. Wird das eine Torchance? Jetzt vielleicht. Klasse aufgepasst vom Torwart. Da passt der klasse auf. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Jetzt die Flanke. Sauber vom Ball getrennt hier. Und das war's. Feierabend. Eine eindeutige Nummer war das heute. Der Pokaltraum lebt. Er lebt weiter. Sie haben dieses Spiel gewonnen. Wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Wie hast du die Leistung von Ribéry heute in dieser Partie gesehen? Eine unglaubliche Leistung. Ein Tor schöner als das andere. Der hat das Ding ja quasi im Alleingang gewonnen. Unter die letzten 8 zu kommen, ist wirklich eine tolle Leistung. Aber nur ein Team kann ins Halbfinale einziehen. Ich wage keine Prognose, Wolf. Es dürfte entscheidend sein, wer hier besser ins Spiel reinkommt. Ireneusz Iglikowski wird die heutige Partie pfeifen. Das Spiel beginnt. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick drauf. 2 Stürmer vorne, dahinter 2 Viererketten. Klassisches 4-4-2, würde ich sagen. Ganz genau, mal schauen, wie sie damit heute zurechtkommen. Rein. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Jetzt Lars Bender. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Eckball. Aus der Distanz zieht er da ab. Das sieht auch richtig gut aus. Aber der Torwart hat die passende Antwort. Großartige Leistung vom Torwart. Aus diesem Einwurf könnte jetzt eine Chance entstehen. Coman. Er findet den Mitspieler. Wagner. Stark vom Torhüter. Da war er noch dran. Und es gibt Eckball. Schießt er ihn rein? Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Dieser Spieler wirkt derzeit eher wie ein Fremdkörper in diesem Team, Buschi. Stimmt vollkommen, Wolf. Er passt nicht so richtig zusammen mit den Mannschaftskollegen. Die Flanke geht zum Gegner und damit ist der Ball weg. Eckstoß also.
So, und jetzt können wir noch mal schnell einen Blick auf diese großartige Rettungsaktion des Torhüters. Da zieht er ab. Der Ball ist drin. Klasse platziert. Der Ball fliegt in den Winkel. Ein toller Schuss und da kann kein Torwart der Welt drankommen. Wirklich spektakulär, aber den trifft er auch sensationell. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Da kann er ihn stoppen. Ribéry mit dem Schuss. Schön gehalten. Das könnte die Chance werden. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Und die Ecke ist jetzt sicher eine gute Gelegenheit. Da passt er auf und kann klären. Da kommt der Schuss. Der Abschluss war nicht präzise genug. Der Ball geht doch ein gutes Stück am Tor vorbei. Werfen wir noch mal einen kurzen Blick auf den Führungstreffer. Wird das eine Torchance? Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Simmons. Wagner. Den Ball holt er sich. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Die Flanke holt sich der Verteidiger, dabei kam sie eigentlich gut rein. Nun Lars Bender. Das könnte gefährlich werden. Macht er ihn. Jetzt gibt's Abstoß. Das macht richtig Spaß. Das sind große Momente für jeden Keeper. Klasse gehalten. Tolle Aktion. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Former. Simmons. Jetzt könnte es gefährlich werden. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Rein. Gutes Tackling. Das macht er gut. Da, Wagner. Chance lebt noch. Und per Kopf weitergespielt. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Den Zweikampf führt er gut. Jetzt hat er den Ball. Da pfeift der Schiedsrichter und hier muss er auch Freistoß geben. Das Ding hat er super gehalten. Wir sehen es hier nochmal in der Zeitlupe. Oh, das war nicht einfach. Klasse, wie der Keeper da reagiert. Wagner. Manaken. Richtig, dass er hier pfeift. Das war ein Foul. Manaken. Klasse aufgepasst vom Torwart. Der Ball ist im Aus, das gibt Einwurf. Rode. Dembélé. Wagner. Ribéry. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt vielleicht. Ribéry. Er macht das Tor. Immer gefährlich. Immer mit Zug zum Tor. Franck Ribéry. Hier klappt's wieder mal.
Keine Überraschung für mich, dass sie hier getroffen haben. Für dich, Buschi? Nee, ganz und gar nicht, Wolf. Sie sind besser im Spiel und hatten ja schon einige wirklich gute Gelegenheiten. Jetzt steht es 2:0. Das dürfte Ihnen Ruhe geben. Former. Das macht er gut. Rein. Refaelov. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Dembele. Tanzville. Es wird einiges nachgespielt hier. 5 Minuten sind angezeigt. Das könnte die Chance werden. Das ist ein Foul, da muss er Freistoß geben. Da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Keine andere Option für den Referee. Gut aufgepasst in der Abwehr, das hätte gefährlich werden können. Die Chance. Dembele. Bender. Coman. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Pause. Jetzt kommt hier richtig Bewegung rein. Es wird gleich dreimal gewechselt. Es kann weitergehen in der Allianz Arena. Steigen wir ein in Durchgang 2. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Sehr gut aufgepasst. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Ribéry setzt sich durch. Und jetzt die Chance. Schmelzer! Jetzt Ribéry. Jetzt vielleicht. Brillant gemacht. Und da macht er gleich sein Joker-Tor. Klasse, wie er sofort da ist. Sie legen noch mal einen drauf. Ganz starker Auftritt von ihnen. Sie lassen einfach nicht nach. Nochmal der Treffer. Diesmal aus einer anderen Perspektive.